Leute, willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Ich habe hier zwei geile Typen aus Deutschland. Hallöchen. So, wir haben die OP schon gemacht gehabt. Wie lange ist es her, Jungs? Anderthalb Jahre circa. Circa anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und die sind jetzt da für Nail Removal. Bruder, wie groß warst du? Wie groß bist du jetzt? Ich war 1,78. Ich habe 10 cm gemacht, bin jetzt 1,88. Also fast 1,90. Fast 1,90. Ich bin schon sogar 1,90. Das ist krass. Wir waren gleich groß, gell? Das war ein unglaubliches Erlebnis zu sehen, so wow, richtig groß, ja. Okay, Bruder, wie groß warst du und wie groß bist du jetzt? Ja, bei mir ist es ein bisschen komisch, ich war 1,65 und wenn ich mich jetzt so an diese Maßstab da anlehne, manchmal so 1,75, 1,77. Okay. So ist ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht weil meine Knochen wurden ja auch begradigt, die Oberhände. Ich weiß nicht, ob da was ausgemacht hat. Bisschen vielleicht, ja. Weil so bei extrem schief, zum Beispiel ich hatte 40 Grad, bei dem hat schon, bei mir hat schon 1-2 Zentimeter ausgemacht, aber bei dir vielleicht ein bisschen. Jungs, bevor ich mal frage, wie es euch geht und wie das Leben in Deutschland ist, ihr habt ja die LON-Methode am Oberschenkel gemacht. Ja. Wie war so, seid mal ehrlich, wie war das so jetzt, so Schmerzen, wie war die Verlängerungsphase? Ich kann mich erinnern, bei dir war es, glaube ich, okay, aber Bruder, bei dir, du hast ein bisschen Schmerzen gehabt oder gelitten ein bisschen am Anfang. Ja, das, man muss auch sagen, ich hatte eine kleine Vorgeschichte, ich bin sehr unflexibel an sich schon gewesen. So, ne? Und ich war trotzdem gesund und fit, hatte Schmerzen, die Verlängerungsphase war halt schmerzhaft, aber das ist alles machbar gewesen, sage ich jetzt mal. Ne? Hier und da aufgrund dessen, weil man halt zu viel gesessen hat und vielleicht ab und zu mal nicht die Übung gemacht hat, die der Physiotherapeut gesagt hat, weil man nicht wollte oder nicht konnte in dem Moment. Aber ja, es war halt beim Verlängern so ein bisschen schmerzhaft zu drehen. Man hat es geschmeckt, dann hat es sich wieder gelegt. Aber alles aushaltbar, wie man sieht. Ich sitze ja heute hier, bin happy, aber ja, Schmerzen waren da, weil so, ich denke mal, so ein Eingriff, der hat auch mit gewissen Schmerzen zu tun. Andernfalls wäre das ja halt nicht so wirklich belohnend, sage ich jetzt mal. Ne? No pain, no gain, sage ich jetzt. Okay. Aber ja. So an sich, wenn du so zurückblickst, hast du die ganzen Schmerzen vergessen? Ganz ehrlich, komplett. Also das Ding ist, so ein paar Flashbacks kriegt man, wenn man halt die Leute hier sieht, so, ah, das habe ich auch durchgemacht, aber es wächst so, dieser initiative Schmerz, den man damals hatte, beim Verlängern oder sonst was, das ist wie weggeblasen. Das Einzige, woran du denkst, ist halt deine Größe und das ist halt, das ist das Komische, du fühlst dich gar nicht so, als hättest du dich größer gemacht, sondern als wärst du mit der Größe geboren. Also ich könnte mir nicht wieder vorstellen, meine alte Größe zu haben. Es ist halt sehr seltsam, aber so fühlt es sich an tatsächlich. So als wäre ich, ich war schon halt immer 1,88. Und das ist so ein Ding, das lässt auch komplett jeden Schmerz vergessen. Also wo ich auch nachher so denke, so ja, also an die Schmerzen denke ich nicht per se. Wenn ich gehe so, okay, ich bin größer. Aber so an den Schmerzen denke ich nicht als erstes. So eher einfach an die Größe. So ja, Schmerzen, ja. Vergisst man automatisch, habe ich das Gefühl. So ist es jedenfalls bei mir. Okay. Bruder, sag mal ehrlich, wie sind die Proportionen bei dir? Also bist du zufrieden mit deiner Proportion? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Proportion. Ja? Absolut in Ordnung. Okay. Tatsächlich würde ich sagen, ich würde gerne nochmal Tibel machen, aber dann denke ich, dann wäre ich zu groß. Also dann wäre ich wirklich zu groß. Also, das wäre wirklich over the top. Dann würde ich mir wirklich über den Kopf stoßen. Okay. Und darauf habe ich keine Lust. Aber ich bin mit meinen Proportionen zufrieden. Du schaust auch echt mega geil aus, Bro. Ja, danke. Short steht dir ehrlich. Deine Namen schauen auch mega aus. Mach mal ein Foto von dem Namen. Hätte ich nicht erwartet, die sind echt gut aus. Vor allem die Oberen sieht man gar nicht mehr. Die sind komplett weg. Die sind echt weg? Ja, also ich sehe die eigentlich gar nicht, ich beachte die gar nicht mehr. Also im Alltag fällt das doch gar nicht mehr auf. Und ich laufe eben auch mit Shorts rum, aber ich wurde nicht wirklich deswegen mal angesprochen oder sowas. Okay, perfekt. Von daher. Perfekt. Ich habe sexy Namen. Das sind Geschichten, Bruder. Namen sind immer Geschichten, sage ich auch immer. Ich bin auch stolz auf meinen Namen. Bruder, wie war die Verlängerungsphase so für dich mit der Bei mir, ich hatte ja weniger Probleme als er, weil ich war halt schon immer flexibel. Ne? Deshalb, also beispielsweise haben die Physiotherapeuten gesagt, ab 5 cm beginnen die Schmerzen anders als die Zentimeter zuvor und ab 7 auch nochmal krass. Aber bei mir war halt alles durchgehend gleich bis 9 cm, das waren dann halt Nervenschmerzen. Aber sonst so war eigentlich alles ganz okay. Also ich erinnere mich halt auch nicht mehr so richtig an diese Schmerzen, vergiss das einfach. Dann kann ich mich erinnern, du bist nach Deutschland gegangen, Bro. Ja. Und dann bist du physiotherapie-technisch nicht weit gekommen. Nee, Deutschland war nicht gut mit Physik. Du bist zurückgekommen und dann war es mit Knicken bei dir besser, gell? Ja, da konnte ich schon laufen ohne Krücken und sowas. Okay, also wie viel Zentimeter? 9 Zentimeter habe ich gemacht. 9 Zentimeter, wir haben die Fixatoren entfernt. Wann war so dein Laufgang normal? So komplett normal, ohne Krücken, sagst du. Das war genau, also ich wusste, ich weiß, jede Woche wurde es besser. Das war so circa genau dann, als ich hier Besuch kam, weil ich war im Flughafen noch mit Krücken und habe im Flughafen gemerkt, eigentlich brauche ich die gar nicht mehr. Okay. Das war ehrlich, genau im Flughafen. Das war so, warte mal, so ein Monat, anderthalb Monate. Bei mir ging das ja schon mit dem Laufen, sowas circa. Nachdem wir die Fixatoren entfernt haben. Genau.
Okay. Bro, kannst du jetzt alles ganz normal machen? Mal ganz ehrlich? Ja, springen, Gewichte tragen. Okay. Bending kann ich hier komplett. Also hast du irgendwie einen Nachteil, wo du sagst, okay, Bruder, ich bin zwar 90 cm gewachsen, aber irgendwas passt nicht? Also ich würde gerne, das ist ein Tibia, ne? Heißt das Tibia? Ja. Das nochmal verlängern, damit das so... proportional, meinst du? Genau. Bist du nicht zufrieden mit den Proportionen? Doch, weil bei mir war ja vorher, weil ich ja so klein war, war das ja wirklich so klein, diese Oberschenkel. Ja, okay, okay. Das ist wirklich sehr klein. Und jetzt sind das halt lange, schöne Beine. Das ist ja, also wenn du jetzt heute Leute draußen anguckst, es gibt ja Leute, die sind 1,90 oder über 1,80 und die haben trotzdem so kurze Beine, weißt du? Und lange Beine sehen ja sexy aus. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, Mann. Und das merke ich halt immer wieder so. Halt, macht schon viel aus, lange Beine. Wenn ich so wäre, wäre perfekt. Genau so. 5 cm. Weil ich hatte schon immer kurze Tibia. Aber Bruder, eins muss ich sagen, Mann, Respekt, du hast echt in dich investiert. Bruder, ich schaue aus wie ein Model, Mann. Gesicht top, alles super, Mann. Du bist nach Deutschland gegangen, bei dir war dann alles super. Mhm. Bist dann ins Alltag gekommen und so weiter. Stimmt's, oder? Ja. Oder hast du irgendwelche Probleme gehabt, wo du sagtest, ja, okay, ich habe mich zwar verlängert, aber irgendwie, ich habe noch Schmerzen oder irgendwie Dauerschmerzen oder sowas? Wir haben ja eine Gruppe noch mit allen Leuten, die früher hier waren. Also immer noch sehr, sehr, sehr gute Freundinnen. Also sind meine besten Freunde geworden, ne? Also wirklich, diese Leute, weil wir haben ja zusammen eine Zeit durchgemacht. Hier zum Beispiel, er wohnt ja 300 oder 400 Kilometer von mir und da hat uns gestern noch einer im Restaurant gefragt, woher kommst du? Wir haben unsere Städte genannt und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Verstehst du, ich bin von meiner Stadt aus, er ist von seiner Stadt aus nach Istanbul geflogen, wir haben uns hier wieder getroffen und sind jetzt seit Wochen wieder zusammen und ich habe auch zu ihm gesagt, oh, ey, als ob wir uns nie getrennt haben. Wahre Freundschaften bilden hier sich, ja? Wenn ich Leute sehe, die so groß waren wie ich früher, du musst mal überlegen, meine Freundin ist jetzt, also sie weiß nichts davon, ne? Die ist 2 Zentimeter größer gewesen als ich damals. Also hätte ich niemals, weißt du, was ich meine? Muss man mal überlegen. Okay, also du wärst quasi... Also ich will nie wieder diese alte Größe haben, auch wenn ich Leute sehe in dieser alten Größe. Sagen, du bist auf Deutschland, du hast Schmerzen gehabt, du hast Arztbesuche gehabt. Genau, ich muss ehrlich sagen, ich hatte hier Schmerzen, aber hier waren die besser handelbar als drüben. Also ich hatte dann entsprechend Hips halt immer so ziehen etc. Und das Gefühl so irgendwie, es ist angeengt. Es war immer wieder besser, wenn ich mich gedehnt habe, aber es kam zurück. Also woran lag es? Ich bin zu den Physiotherapeuten, nicht nur einen, in Deutschland gegangen. Nicht nur einen. Sagt, ey, was kann ich machen? Ich möchte halt flexibler werden und diese Schmerzen vorbeugen. Tatsächlich habe ich das so gut geschildert, dass man es eigentlich hätte auch ahnen können, dass ich halt irgendwo ja, Schmerzen habe im Sinne von, dass ich so eine Art Verengung habe oder sowas, gefühlt jedenfalls. Hat nicht wirklich geholfen. Also ich war bei 2, 3 verschiedenen, die haben mir Übungen gezeigt, wo ich sage, aber das hilft mir gerade wirklich nicht. Es ist eher schmerzhaft. Und dann habe ich immer wieder diese Übungen gemacht, die mir beispielsweise Enes immer geschickt hat. Die haben mir eher mehr geholfen. Ich habe mit ihm geredet, er hat mir mehr geholfen. Aber bei mir war das so, ich habe ja 10 cm gemacht. Ja. Das ist ja halt so schon eine Summe. Ne? Und da habe ich gemerkt, so, ah, das ist immer wieder so ein Ziehen, so ein Schmerzen. Und am Anfang dachte ich, ich würde gar nicht mehr mein Bein knicken können. Jetzt ist es wie Pudding. Und ja, durch tatsächlich immer wieder die Übungen machen und vor allem Geduld, hat sich eigentlich fast alles von sich geklärt. Aber ich kann alles halt ohne jegliche Einschränkungen machen. Also wirklich komplett alles. Und also der Gang ist komplett normal, ist alles komplett normal. Nur immer wieder ab und zu machen sich diese Schmerzen bemerkbar. Und das sind aber jetzt keine Schmerzen, wo ich sage, boah, oh, ich bereue es oder sowas. In keinster Weise, null. Also ich denke, auch ein komplett gesunder Mensch ohne Operation hätte vielleicht auch solche Probleme, wenn er viel sitzen würde. Man muss ja dazu sagen, ich habe hier auch einen sitzenden Beruf, wo ich halt auch über Stunden hinweg sitze. Man muss ehrlich sagen, 10 cm ist eine Summe. Wenn du das machst, merkst du, okay, wenn du nicht tagtäglich dran bist, dann kommen Schmerzen. Weil es ist, wie du schon sagst, man verformt die Anatomie. Aber wie man sieht, ich habe es unter Kontrolle, alles easy. Schmerzen kommen und gehen, aber diese Schmerzen und das, was ich bekommen habe, kannst du in keinster Weise bemessen. Also nicht so in der Welt würde ich das eintauschen oder sowas in der Richtung. Also Schmerzen können auftauchen, ja, aber wer hätte geglaubt, bei jeder Operation kann sowas passieren. Und von daher habe ich es durch Physio und Bewegung und sowas in den Griff bekommen. Und jetzt, wenn ein Nail Removal da ist, gehe ich stark davon aus, dass da gar nichts mehr sein wird. Weil ich glaube, dass halt auch damit zu tun, dass da ein Fremdkörper aktuell drin ist. Ja, ja. Und dadurch mein Körper signalisiert, ey, ich möchte Steifheit das nicht. Steifheit und so, ey. Bro, du musst dir vorstellen, wir verlängern tagtäglich deine Muskeln, Sehnen, ja, Nerven, ja, ja, alles. Ja. Verstehst du? Das alles, was in der Verlängerungsphase ist, ist leider normal. Manche haben halt eine schnelle Phase, manche haben halt wirklich so, weißt du, zum Beispiel, er hat keine Probleme gehabt. Ja, das war krass. Das ist individuell, habe ich auch gemerkt. Das ist absolut individuell. Also, wenn ich an Erke, der so happy durch die Gegend gegangen ist mit seinem Bademantel und seiner Sonnenbrille. Wie waren so die Reaktionen von deiner Familie, Freunde oder die Menschen, die dich neu kennen? Hast du schon mal auch gehört, boah, du bist ganz schön groß? Ja, ja, also nicht nur einmal, ich kann nicht richtig führen. Ich fange mal mit meiner Mutter an, weil das eigentlich so die
Reaktion war, die ich am wenigsten erwartet habe. Okay. Weil ich dachte so, oh, was hast du gemacht und sowas, ist die Reaktion. Tatsächlich kam ich rein, sie hat mich angeguckt und sagt so, du bist dünn und hat mir sofort was zu essen gemacht. Sie war einfach nur froh, dass ich da war. Also wirklich, das war die Reaktion. Sie war so, du hast nicht gut gegessen und hat einfach mir so viel Essen hingelegt wie möglich. Und das war ihre Reaktion. Und jetzt geht man zu den Freunden und so, zu den engeren Freunden und so. Tatsächlich war immer das, dieser musternde Blick, du siehst anders aus und du bist du größer geworden? So, das ist halt immer so, bist du größer geworden? Und tatsächlich muss ich sagen, man hat ein anderes Auftreten, ob man will oder nicht. So, die Leute sind, ich habe das Gefühl, netter zu dir, warum auch immer, weil so die Leute waren halt so caring, also die haben sich so wirklich gekümmert und so, hey, alles gut bei dir und so. Und die Frage, bist du groß, du bist ziemlich groß, kam immer. Kam wirklich immer, vor allem von Freunden, die man kannte, die auf gleicher Höhe waren. Und du hast dann halt nach unten geguckt und so. Und so, du bist fucking groß. Ich so, ja, ich bin groß. Das war und deine Antwort darauf, wenn ich so groß geworden, das war deine Antwort, das würde mich interessieren. Ja, meine Antwort war so, ach, wir haben uns lange nicht gesehen. Es ist geil. Also, ich muss ehrlich sagen, es ist ein geiles Gefühl. So, du bist groß, das hört man jetzt nicht so per se immer wieder, so, aber das war so ein Gefühl so, ey, du bist groß. So, das ist geil. Es ist einfach so durch die Bank, egal auch wenn du Leute kennenlernst, so sagen ja, der Große da. So, es ist immer so, der Lange da oder so. Das ist schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Und dementsprechend eigentlich, ich wurde von jedem angesprochen. Also wirklich durch die Banken weg von jedem. Weil es bei mir halt schon echt ein Step war. So, damit schon mich schon gesagt 1,90 von 1,78. Und da wurdest du von jedem angesprochen. Von Leuten, die du jahrelang nicht gesehen hast. So, hä? Du bist ja voll groß. Ich so, ja. Nach oben. Immer so, wow. So nach oben, von unten nach oben. Und ja, man hatte wie so ein Sehenswürdigkeitsgefühl tatsächlich. Und was ist das für dich ein Gefühl, groß zu sein, Bruder, jetzt so nahe 1,90? Ob man will oder nicht, man steht irgendwo immer halt ziemlich weit vorne. Einfach aus dem Hintergrund, man sticht aus der Masse heraus und man hat direkt immer zum einen den Spitznamen, der Lange oder der Große, der da, wo man den macht. Was ein gutes Gefühl ist, weil es nicht so negativ behaftet ist. Und zum anderen muss ich ehrlich sagen, man geht halt so mehr mit erhobenem Haupt durch die Gegend. So automatisch bist du halt so auf einem Level, wo du Leute nicht irgendwie runterguckst oder sowas, sondern einfach nur glücklich bist. Du gehst halt eher so happy durch die Gegend. So, ey, ich bin happy, ich habe was gemacht, ich bin größer. Ich fühle mich nicht nur körperlich größer, sondern halt auch so mental größer. Ich kann es nicht genau wirklich pinpointen, woran das liegt oder sowas, aber so ein allgemeines Wohlbefinden kehrt ein, was sich halt dann auf der Psyche widerspiegelt und du gehst dann halt auf einmal besser und fühlt sich besser und wie von innen nach außen tatsächlich. Du strahlst dann aus, die Leute sind freundlicher, sag ich jetzt einfach mal so platt aus. Das ist einfach ein geileres Gefühl tatsächlich. Und du kriegst mit so einer Art Selbstverständlichkeit, dass es deine Größe ist, dass du das komplett ausblendest, dass du es gemacht hast. Das Einzige, was sich daran erinnert, sind halt Narben und diese Freundschaften. Also, es sind eigentlich so Brüder, die man bekommen hat, muss ich sagen. Kann man mit Geld nicht kaufen, gell? Null, gar nicht. Also bis heute haben wir noch. Ich und er sind eigentlich grundunterschiedlich, aber wir stehen uns blenden, muss ich sagen. Wir sind durch Istanbul gelatscht. Wir sind 25 Kilometer gegangen. Und 25 Kilometer? Ja, wir haben ja diesen Stepper da und wir sind 25 Kilometer gelatscht. Und wir haben mal festgestellt, wir haben seit dem Zeitpunkt, als wir aus dem Hotelzimmer rausgegangen sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir zurückgegangen sind, haben wir durchgehend geredet. Obwohl wir unterschiedlich nicht sein können. Wie du gesagt hast, das ist so ein gemeinsames Ziel. Egal, wie viele Zentimeter du machst, welche Anfangsgröße du hast, jeder kommt hier mit so einem gewissen Statement rein, ey, ich will größer bzw. länger werden. Und das schweißt absolut zusammen. Wir hatten auch das Gespräch so, wenn wir uns so kennengelernt hätten, hätten wir uns niemals verstanden. Also wirklich gar nicht. Niemals. Er sagt so, ich will nicht mit dir reden. So, ja, ich bin halt ein langweiliger Typ. Und er so halt so, ey, der ist immer auf Zack, ne? Und da haben wir gesagt, ja, du hast recht. Ohne diese Operation hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Und das ist wirklich eine innige Freundschaft. Bro, jetzt werden die Menschen aber fragen, warum hat er das gemacht, Mann? Er war schon groß. Du warst ja schon groß. Genau. Da muss ich sagen, die Frage habe ich auch gestellt bekommen, auch fairerweise von euch. Ihr habt mich konsultiert, ey, sind wir ehrlich, du bist groß genug, warum möchtest du es machen? Also das muss man sagen, nicht viele Ärzte, weil ich war auch, ich will den Namen nicht nennen, in Deutschland. Ich habe mich vorher informiert, ich habe auch ein psychologisches Gutachten gemacht, also für die Leute, die es nicht wissen, um zu sagen, ey, stimmt was mit mir nicht. Aber ich habe es gemacht, alles easy. Und als ich drüben war, wurde ich das nicht gefragt. Ich saß da, man wurde mir gesagt, ey, du bist groß genug, überleg mal dies und jenes. Und dann war die Frage, wir machen alles, was du möchtest, aber wir wollen dir trotzdem sagen, ey, das ist deine Entscheidung, das ist halt so eine wichtige Entscheidung, überleg dir das und so. Mir wurde Zeitraum gegeben, etc. Was mir aber, ich sag nur, dass es in Deutschland war, da wurde mir das nicht gegeben. Da wurde einfach nur gesagt, ey, mach das so und so, wir würden dir das und das empfehlen und so. Empfehlung kriege ich überall, aber nicht so die Gewissheit so, ey, hier gucken die auch so, ist es auch gut für mich. Und warum ich es gemacht habe, weil, obwohl ich so eine gute Anfangsgröße hatte, war,
egal wie groß und klein du bist, keiner kann dir hinter die Stirn gucken, keiner weiß, wie es dir in dir aussieht, ob du wirklich die Person, ob du die Person bist, die du sein möchtest. Einige ändern hier was dran und da was dran. Und ich finde, jeder, der die Möglichkeit hat, der sich das hart erarbeitet hat oder sowas und einen Traum erfüllen möchte, weil er für sein persönliches Wohlempfinden sagt, ich möchte so oder so sein, dann soll er das bitte machen. Natürlich mit dem Hintergrund, sich zu informieren und sich damit zu beschäftigen. Ich habe es ja nicht von heute auf morgen gemacht. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt und sowas. Hat mich ja über einen langen Zeitraum geprägt. Und aufgrund dessen, weil ich halt, es ging mir nicht per se um die Größe als solches, sondern halt einfach dieses Gefühl, was ich für mich selber habe. So, ich möchte diese Person sein, die ich in mir selber sehe. Und das hat mir den Anreiz, den Antrieb gegeben, das durchzuziehen, bis zu 10 cm. Ich sag's mal so, ich hätte es mir nicht erträumen können, dass ich mir diesen Traum erfüllen kann. Wo man sagen kann, es ist ein Traum, wenn man halt darüber nachdenkt, über Jahre, Monate hinweg und denkt so, ja, wird halt wohl nie geschehen. Und dann gibt's halt so Leute, die sagen, ey, wir können es wahr machen, aber setz dich noch mal kurz hin, wir schnacken mal drüber. Ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, wir waren gleich groß, weißt du, vor der OP. Jetzt bist du natürlich größer. Ich habe mir gedacht, hey Mann, ich habe 3 OPs gemacht, um so groß zu sein wie er. Da habe ich zu dir gesagt, ich würde niemals, wenn ich so groß wäre wie du, würde ich niemals die OP machen. Aber natürlich, eins muss man sagen, Bro, es steht dir wirklich, Mann. Es ist wirklich schon mega geil, dass man einfach was Besonderes ist. Weißt du, was ich meine? Das ist auf jeden Fall mega geil. Bro, du bist jetzt, du hast die OP gemacht. Bei dir war schon, muss ich echt sagen, Bro, du hast dich wirklich komplett, nicht nur Leute, also nicht nur Körpergröße, auch dein Körper hast du komplett verändert, Bruder. Du schaust jetzt mega geil, muskulös aus. Das macht mich echt wirklich stolz. Und eins muss ich sagen, du schaust was Besonderes, aber du hast die OP schon meiner Meinung nach schon nötig gehabt. Ja, klar. Also, das schaut jetzt mega geil aus. Ganz ehrlich, Mann, wie waren so die Reaktionen von deinen Freunden, Familien? Kannst du mal so erzählen, wie fühlst du dich eigentlich? Ich fühle mich geil, aber erzählt habe ich das ja keinem. Ja. Nur halt irgendwann kamen die Leute so, bist du größer geworden? So anfangs dieses, warte, aber die haben ja gesehen, wie dünn ich war, ne? Ja, das war immer so das erste Ding. Und bist du größer geworden? So, also bis heute weiß das keiner. Es gibt immer Leute, die sprechen mich noch so drauf an. Okay. Auch Leute, so, die ich vielleicht einmal alle 2 Jahre sehe. Okay. Du bist ganz schön groß geworden. Aber heutzutage ist das so, manchmal sagen welche so, ja, du hast doch eine Beinstreckung gemacht und sowas. Hauen die einfach raus, ich sag ja. Okay, du sagst ja. Interessiert mich nicht. Ja, weil im Endeffekt habe ich jetzt für mich gemerkt, so, juckt eigentlich gar keinen. Die fragen einmal und dann juckt es einfach auch keinen mehr. Weil ändern kann ich das ja auch nicht mehr. Also ist ja gut, dass es passiert ist. Ja, und ich bin wirklich sehr froh, dass es passiert ist. Okay. Was sagt ihr zu diesen Hater eigentlich? Weil wirklich Menschen sagen, die Spinnen, die sind nicht normal für so viel Zentimeter. Es gibt hier Menschen, die machen Geschlechtsumwandlung Frau zu Mann oder Mann zu Frau. Und die machen ja wirklich komplett, ändern komplett ihren ganzen Körper. Und wie viele Operationen sind das? Narkose, Hormone spritzen und sowas. Das wird ja in Deutschland, da schwingt ja jeder die Fahne und sowas. Und bei Beinverlängerungen, wenn jemand sich schlecht fühlt wegen seiner Größe und vor allem bei Männern ist es ja so, wenn ein Mann mit 1,60 auf die Welt kommt, so, was will er dann reißen? Vor allem, was will er dann bei einer Frau reißen? Er sieht ja auch schöne Frauen, die sind 1,70. Ist jetzt nicht nur wegen den Frauen, auch unter Männern und so. Ich wurde mein Leben lang der Kleine genannt. Der Kleine hier, der Kleine da. Heutzutage, ich habe das nie wieder gehört, so nach der Operation habe ich das auch nie wieder gehört. Und deshalb war das so ein Ding, wollte ich für mich machen, ich fühle mich besser, Selbstbewusstsein ist gestiegen. Ja, meine Familie, die haben es irgendwie nicht gemerkt, aber auch irgendwie so gemerkt, aber es hat mir keiner gesagt. Ich weiß es bis heute nicht, aber es gab diese Leute von der Familie, die so ein bisschen aktiver immer auf einen zugehen, die haben gesagt, du hast doch was gemacht. Und ja, vielleicht. Vielleicht habe ich das gemacht. So, ich habe jetzt niemand aktiv gesagt ja oder nein, weil das ist halt mein Ding. Okay, also du hast einfach so ein Fragezeichen lassen. Kurz mal haben wir darüber gesprochen, ein Freund von uns, der geheiratet hat, das auch gemacht hat, so, hast du deiner Frau erzählt von der Beinverlängerung? Er meinte nein. Und ich dachte, soll ich meiner Freundin davon erzählen? Ich dachte, wofür eigentlich? Also warum? Also es ändert ja nichts, wenn ich es erzähle. Klar. Meine Größe bleibt ja. Oder warum geht ein Mensch ins Fitnessstudio? Oder warum nimmt ein Mensch, der zugenommen hat, ab? Verstehst du, was ich meine? Was sind das für dumme Kommentare, Leute? Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Ja, damit sich ein Mensch wohlfühlt, Mann. Oder Frauen machen halt ihre Brüste oder ihre Hintern, Fett absaugen, Nase. Ich habe ja auch alles gemacht. Verstehst du, warum macht das ein Mensch? Ja, warum? Da kommen auch so Kommentare, ja, Männer machen das für Frauen. Nein, Komplimente zu bekommen ist halt einfach nur mal schön, verstehst du? Eine Frau macht ihre Haare, das allererste, was sie kommt, meine Frau, und wie schaut's aus? Ja, die Menschen sagen ja als erstes, ja, du musst innerlich an die arbeiten. Es geht zum Psychologen und danach fühlst du dich besser. Aber ey, sag mal, ich hast du jetzt einen riesen Leberfleck auf der Stirn und so, du würdest es entfernen, da kann kein Psychologe helfen. Natürlich, ja. Du gehst zum Psychologen, ja, hallo, grüße Sie, ja, ich habe einen Leberfleck. Ja, versuchen Sie einfach damit zu leben.
Und ganz ehrlich, für den Preis beim Psychologen kannst du direkt eine Schönheitsoperation machen. Und das Allerkrasseste ist, ja, ich denke, dass ich respektiere Psychologen, aber ein Psychologe kann dir nicht weiterhelfen. Das geht einfach nicht, sorry. Vor allem, wieso kaufen sich Menschen schöne, teure Autos? Ja. Jeder will sich gut fühlen. Schöne Klamotten. Man will sich ja in seiner Haut gut fühlen. Hosen tragen, beste. Ja, gell? Ehrlich, nicht mehr dieser Knicks unten, weil die zu großen. Ehrlich. Was sagst du zu diesem Hater? Ich muss ehrlich sagen, also ich hab eins, zwei Dinger gesehen tatsächlich und ich war erschrocken, weil ich finde, die Personen sollten sich schämen. Zum einen, ich habe mir diese Person angeguckt, ich nenne keine Namen. Also es gibt ja genügend Hassparolen und sonst was immer gegen eine Richtung, ist immer so. Und ich finde das beschämend. Und vor allem auch sehr verwerflich, dass die Leute sich nicht mal ansatzweise richtig informieren. Ich habe nicht einen von denen gesehen, dass sie mit einer dieser Personen Interviews geführt haben, sich damit ansatzweise beschäftigt haben, aus dem Kontext gerissene Bilder reinlegen, Videos und Sequenzenabschnitte. Jeder vernünftige Mensch, der einigermaßen zwei Gehirnzellen im Kopf hat und nachdenkt, merkt so, irgendwie stimmt da was nicht. Also es werden einfach Aussagen in den Raum geschmissen, ein Satz wird gesagt, wird ein Bild eingespielt, traurige Musik und dann so, wie kann man nur und bla bla bla, immer halt so Superlativen verwenden, das ist doch das krank und sowas. Und ich denke mir so, zum einen ist das unfair gegen jeden Menschen, der Probleme damit hat. Zum anderen ist es einfach direkt eine Antwort, wirklich, das ist ja eine Minderheit, an Menschen direkt ohne jegliche Art von Grundlage fertig zu machen, sich schlecht zu fühlen, nur weil man den Gedanken daran verschwendet hat, sich selber was Gutes zu tun. Wie du schon richtig gesagt hast, zum einen schadet man niemand damit. Man erfüllt sich selber was. Und dann maßen sich die Leute wirklich an, die Menschen zu kritisieren, die nicht nur dafür, es ist ja wirklich Arbeit, wir kommen nicht hier hin und zack, bumm, sind wir größer. Nee, es ist ein Prozess, der mühselig ist, der dir vieles abverlangt, aber so belohnt ist, dass du, wie schon sagtest, glücklich bist. Dieses Mindset mit, was du vorhin gesagt hast, mit, wenn ich arm bin und arm denke, bleibe ich arm. Natürlich, weil es ein Teufelskreis ist, wo du nicht rauskommst. Und wenn solche Fehlinformationen und, ich sag mal, von ansatzweise berühmten Leuten das in die Welt gebracht wird, das ist das und jenes, ohne jegliche Grundlage, dann zerstört das für mich so eine Art Hoffnungsschimmer für andere Menschen, die versuchen, für sich was Gutes zu tun, aus dem Teufelskreis auszubrechen und vor allem sich Mut zu fassen, etwas zu machen, wo andere sich nicht trauen würden. Das muss man ja auch sagen. Es ist so, viele reden, aber es kommt nichts bei rum. Ich werde irgendwann das machen, aber nein, machst du nicht. Du machst nur eine Sache. Du floskelst, du sagst eine Sache immer wieder, so lange, bis du selber dran glaubst, aber es nie durchziehst. Und das ist schade. Und diese Menschen sehen einen Keim in meinen Augen, der dann halt irgendwann so Unkraut hervorbringt und Menschen dazu bringt, auch so negativ zu denken, ah, das machen nur Verrückte und Gestörte. So, nee, ich bin absolut gesund, ich habe sogar extra dafür ein Gutachten gemacht und alles mögliche, ich habe ein absolut gutes soziales Netzwerk, ich habe eine tolle Familie, tolle Freunde, mir geht's super, ich fühle mich so glücklich. Und nur, weil ich halt das machen konnte, weil mir niemand reingeredet hat. Und jetzt kommen Leute um die Ecke, die nicht mal ansatzweise Ahnung davon haben. Und für ein paar Klicks, für ein bisschen Ruhm, die Zukunft und das gute Gefühl und den Hoffnungsschimmer von anderen Menschen, die es wirklich nötig haben, kaputt zu machen. Für was? Damit du dich für 5 Minuten irgendwie krass fühlst und Fame hast? So gar nicht. In fünf Tagen bist du niemand mehr. Dann bist du nur die Person, die anderen Leuten geschadet hat. So, hast du einen von den Leuten kennengelernt, die das so wirklich machen wollen? Hast dich hingesetzt und gesagt so, ey, ich muss mein Leben lang das ertragen, jenes machen und hinter verschlossener Tür habe ich auch nochmal gelitten. Hast du das gesehen? Kannst du mir das mit deinen Wörtern geben? Nein, kannst du nicht. Ich muss es mit Aktionen bringen. So, nach dem Motto, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, aber Aktionen sind Platin, meiner Meinung nach. So, noch eine letzte Sache möchte ich klarstellen mit euch. Immer wieder diese Frage, okay, oder diese Kommentare. Okay, der wird zwar groß, er hat Geld bezahlt, bla bla bla, aber er wird für immer und ewig behindert oder er kann nie wieder laufen. Leute, es ist, glaube ich, nicht einmal ein Jahr bei euch, oder? Oder ungefähr ein Jahr. Ja. Beide gleich. Ja. Könnt ihr bitte da nur mit wenigen Worten, nee, genau, Klarheit schaffen, bitte. Das ist Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Mann, die sehen doch, dass ich laufe. Ja, aber es ist ja, das Ding ist so, man denkt so, oh nein, so, du bist verkrüppelt, weil halt, wie schon gesagt, diese Bilder und Videos umlaufen, wo Leute halt in dem Walker, das ist kein Rollator, das ist ein Walker, durch die Gegend gehen und so, nicht richtig gehen können. Ja, klar, lass mal jemanden ein BBL machen, lass den danach gehen, kriegt der nicht hin. Das ist so während des Prozesses auch noch, das finde ich halt so, ja, das meine ich so. Fehlinformation ohne Ende die ganze Zeit. Nein, man kann ganz nicht normal bewegen. Du kannst Squats machen, das dauert halt ein bisschen länger, klar. Aber du kannst dich frei bewegen. Guck dich den Kollegen da an, der hat einen Bizeps so groß wie mein Kopf bekommen. Also von daher, also ich weiß nicht, was die Leute wollen. So, das ist halt dieses plakative, oh, das ist so und so. Hey, du hast dich null informiert, bitte sei leise, informier dich, dann kannst du gerne Argumente versuchen zu bringen. Ist aber nicht so, ich kann euch beruhigen, man ist fit. Und ich war ja jemand schon mit Problemen, aber mir geht's besser. Also von daher,
Nein, das ist Schwachsinn, man ist nicht behindert. Ah ja, ich würde gerne noch eine Sache sagen. Für die Leute, die vielleicht ein bisschen zugehört haben am Anfang, ich habe mich sehr viel informiert. Nicht nur halt über Türkei, Deutschland, dies und jenes. Auch. Es gibt auch welche in Amerika und sowas, die das machen. Aber ich will das jetzt, es ist wirklich von der Seele gesprochen, von der Seele gesprochen. Das ist jetzt nicht promoten oder sowas. Wenn ihr euch informieren wollt, dann nur hier. Aus vielen verschiedenen Gründen. Die Fürsorge, die Nachsorge und vor allem die Aufklärung. Das habt ihr mit anderen nicht gemacht. Ich habe extra 500 Euro nur für eine Beratung, die innerhalb ein, zwei Stunden abgefrühstückt war, bezahlt und war schlauer, war nicht schlauer als vorher. Hier war das ganz anders. Also wenn, Fragen kostet nichts, fragt ohne Ende so viele Fragen, weil ich habe hier gemerkt, du kannst Millionen Fragen stellen, sogar millionenmal dieselbe Frage. Ich kriege immer eine nette Antwort und eine kompetente Antwort. Das wollte ich dazu gesagt haben. Brüche, weil die kosmetische Bein-OP an sich ist nur ein Knochenbruch. So, wir brechen die Knochen, also kontrolliert natürlich chirurgisch. Und das Problem hier ist aber nicht Knochenbruch, sondern die Patienten verlängern täglich. Und wenn du deinen Knochen verlängerst, verlängerst du auch deine Muskeln, Sehnen und Nerven. Und das ist hier das Problem, verstehst du? So, und wie du schon gesagt hast, die Nachsorge ist hier wichtig. Nicht die Bein-OP ist gefährlich, sondern die Menschen, unter welchen Umständen sie das machen, das ist das Gefährlichste. Ansonsten, wenn alles unter unserer Aufsicht ist, dann ist nichts gefährlich. Okay, Leute, vielen herzlichen Dank. Und jetzt geht's ab gleich in die ins Krankenhaus und dann operieren wir mal. Schön. Wir haben schon vermisst, euch zu operieren, Bro. Mal, mach mal so, zeig mal her. Hast du? Oder hättest du gesagt, ich mich aufgepumpt? Wow, was ich, geht? Ich mach das nicht. Aber der ist von Natur aus die Initiative. Ah, das musst du auch so machen? Warte, ich muss ein bisschen mehr.